Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So. Wir quatschen hier mit diesem... Wie heißt der? Thorald? Entschuldigung, muss kurz husten. Ja, wir wollen in den Eispalast und der Kerl hier sollte uns eigentlich helfen. Aber ich weiß nicht so recht, der ist irgendwie ein bisschen lahm. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Auf jeden Fall, ich werde nicht noch einmal in Kallax Falle latschen. Sicher nicht. Ich werde nicht noch einmal in Kallax Falle laufen. Du brauchst einen Treffpunkt, der von den Alps nicht so häufig kontrolliert wird. Zardom hat sich doch auch irgendwo versteckt. Das stimmt. Wie wär's denn damit? Dann musst du Kallax dazu bringen, allein gegen dich anzutreten. Ja. Warum sollte er das tun? Das letzte Mal war er auch nicht allein. Du kennst ihn doch lange genug. Gibt es etwas, was ihn bei seinen Leuten in Verruf bringen würde? Was soll das sein? Kallax hat eine weiße Weste, sonst wäre er niemals Elexitor geworden. Das Vertrauen des Hybriden verdient man sich nicht so leicht. Suche in seiner Vergangenheit. Rede mit deinem Vater, wenn's sein muss. Irgendetwas muss es doch geben. Wie weit bist du mit deinen Vorbereitungen für dein Elex-Experiment? Wie weit bist du mit deinen Vorbereitungen für dein Elex-Experiment? Ich habe jetzt alles beisammen. Ich habe auch schon den genauen Ablauf geplant. Wenn es klappt, sollte ich theoretisch danach fähig sein, das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umzukehren. Leider glaube ich, dass ich es allein nicht schaffen werde, die dabei nötige magische Energie aufrechtzuerhalten. Was mir fehlt, ist ein starker Magier, der mich unterstützt. Kaya wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ja eben, wie wäre es mit Kaya? Sie ist eine sehr mächtige Magierin. Wie wäre es mit Kaya? Sie ist eine sehr mächtige Magierin. Kaya. Sie kämpfte stets gegen unsere Gesetze und hatte oftmals ihre eigenen Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Sie ist zwar außerordentlich mutig, aber zuweilen auch sehr naiv. Außerdem ist sie noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob sie dem großen Druck des Experiments standhalten wird. Sie ist die beste Option, die wir haben. Dann frag du sie, ob sie bereit wäre dazu. Mein Draht zu ihr war nicht unbedingt der allerbeste. Gut. Der Torwächter, 1 von 2. Okay. Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Experiment. Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Elex-Experiment. Ja, ich hatte schon so etwas befürchtet. Ich meine, wenn seine Theorien stimmen, könnte es den Alps mit einem Schlag die Kampfkraft nehmen. Grund genug, es zu versuchen. Sag Thorald, ich werde da sein, wenn er das Experiment startet. Und wie geht's dir, meine Hübsche? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Wir dürfen bei dem ganzen Wirbel um Xarkor nicht vergessen, dass es am Ende um den ganzen Planeten geht. Oh, wie cool. Na dann. Thorald, Kaya hat sich bereit erklärt, dir zu helfen. Kaya hat sich bereit erklärt, dich bei deinem Experiment zu unterstützen. Das klingt gut. Wann kann ich damit rechnen? Das hängt von dir ab. In Ordnung. Wie steht es denn um deine mentale Verfassung? So etwas Großes habe ich noch nie versucht. Doch ich glaube daran, dass wir es schaffen können. Gut. Dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Es ist alles bereit. Wir könnten sofort beginnen. Dann beginn jetzt mit dem Experiment. Ach, warte kurz. Ich muss das vorher speichern. Weil wenn ich jetzt Kaya verliere und ich habe noch Quests zu machen, wäre das nicht sehr förderlich für uns. Das probieren wir mal. Also, versuch's mal. Dann beginne jetzt mit dem Experiment. So sei es. Ach ja, und du hältst dich besser im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden. Jawohl, Chef. Mal schauen. Mm-hmm.
Wo kommt der jetzt her? Was macht der jetzt mit meiner Frau? Hey Arschloch, was ist mit meiner Frau passiert? Es ist vorbei. Ich bin gescheitert. Ich dachte, ich hätte alles bedacht und habe doch eine Sache übersehen. Der Einfluss von außen. Ich war einfach zu verblendet, um es zu sehen. Nun ist es zu spät. Ich brauche Wochen, um einen neuen Start zu versuchen. Zardom war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Er störte unser magisches Gefüge, sodass wir die Balance verloren. Dieser Mistkerl. Kaya ist verschwunden. Kaya ist verschwunden. Ja, Zardom hat sie mitgenommen. Er wird versuchen, ihre Kräfte für seine eigene Sache zu nutzen. Ich habe gesehen, wozu Kaya fähig ist. Sie ist mächtiger, als ich gedacht habe. Eine Magierin mit solch großen Fähigkeiten würde Zardom bei seiner Sache helfen. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet, wo sie geschwächt ist, damit er sie in seine Gewalt bringen kann. Du hast recht. Darum hat er auch darauf bestanden, dass ich nach ihr suche und sie zu meiner Kampfgefährtin mache. Wohin könnte Zardom Kaya verschleppt haben? Wohin könnte Zardom Kaya verschleppt haben? Er wird irgendwann nach Xarkor gehen, um sich den Platz des ersten Elexitors zu holen. Wenn du weißt, wo er sein Versteck hat, weißt du vermutlich auch, wo er Kaya versteckt hält. Was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Ich habe sonst keine andere Erklärung dafür. Es sei denn... Das Elex selbst wehrt sich gegen die vollständige Umwandlung. Doch das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Ich nicht. Das würde ja bedeuten, dass es denkt. Jo. Und eine Absicht verfolgt. Hat Kaya das gesagt. Hieße, dass es sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Ich weigere mich, das zu glauben nach allem, was ich über das Elex je gelernt habe. Kaya hat sowas aber auch schon mal gemeint. Wupp, 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 Stufe aufgestiegen, wie schön. Es ist wahr, Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Elex hat eine Art Bewusstsein und einen eigenen Willen. Kaya scheint ein Medium zu sein. Das Elex hat sich ihr offenbart. Wir wären gut beraten, wenn wir mehr darüber in Erfahrung bringen. Unsinn! Ich habe die Natur des Elex mehr als gründlich studiert. Was du da behauptest, ist unmöglich. Du bist lediglich Kayas weiblichen Reizen verfallen. Das ist alles. Alter. Auch ich gebe nichts auf das Gewäsch dieses Weibes. Du solltest das auch nicht. Du Arschloch. Und nun Schluss damit. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Ja, geh scheißen, echt Arschblöder. Was wirst du tun? Was wirst du nun tun? Was mir noch bleibt, sind meine Krieger und meine eigene Kampfkraft. Ich werde bis auf den letzten Tropfen Blut gegen den Hybriden und seine Brut kämpfen. Wir werden uns in Xarkor wiedersehen. Doch du wirst bis dahin deine Haltung gegenüber den freien Menschen von Magalan gründlich überdenken müssen. Ich weiß, du willst den Hybriden schützen und dass alles so bleibt wie bisher. Du hast es mir selbst gesagt. Das darf aber niemals passieren. Sonst wird auch das Volk der Alps untergehen. Und du weißt das auch. Darum rate ich dir gut, ab jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, Alp. Alter, am liebsten würde ich denn jetzt eine watschen. Mein armes Mädchen. Alter, mein Mädel. Ich muss mich beeilen. Also das Erste ist, sie retten. Unbedingt. So schnell es nur irgendwie geht. Rette Kaya. Und zwar sofort. So, Nordabesser. Ja, das müsste schon passen. Sofort müssen wir sie retten, sofort. Bevor er ihr noch was antut, dieser Bastard.
So, wir werden das natürlich speichern. Boah. Dieser Thorald geht mir auf die Nerven. Und das ist noch sehr milde ausgedrückt. Dieser Mistkerl. Sie ist oben. Okay. Hier. War da gerade was? Ein Bett zum Schlafen brauche ich hoffentlich nicht. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Zadoms Unterschlupf. Im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xarkor. Wo ist er? Wo ist Zadom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Ja, natürlich. Schatzel, ohne dir geht gar nichts. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Wunderbar. Ich hoffe, dir auch. Sie liebt uns immer noch. Gott sei Dank. Oh. Moment, es bleibt sie hier. Mitkommen. Wehe, du Mitkommen. Hast mich ohne... Wenn du willst. Oh, gruselig. Danke. So, jetzt fühle ich mich wieder besser. Das muss sofort gespeichert werden. Alter. Das war jetzt ein Schreck. Ich habe echt gedacht, er tut dir was an. Okay. Passt. Nächste Quest. Was nun? Was nun? Wer bin ich? Ich habe Informationen, Ziele, Hybriden, bla bla. Meh. Mal schauen. Bewährungsprobe der Separatisten. Das können wir mal machen. Das könnten wir machen. Da müssen wir gleich mit Papa reden. So, ja. Und dann müssen wir mal schauen, schön langsam, wie wir unsere neuen Erfahrungspunkte einsetzen und nutzen. Ja. Aber zuerst quasseln wir mit Papa. Ich denke mal, dass es Papa ist, oder sonst ist es eben der Anführer hier. Ich glaube eher der Anführer. Ja, der Anführer ist es. Okay. Servus. Sestak. Ich werde den Eispalast angreifen. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Welche Rolle spielt das? Ich kämpfe gegen die Elexitoren, reicht das nicht? Ich bin auf der Seite der Menschen, die Alps müssen überleben, ich bin auf gar keiner Seite. Ich frag mal das Erste um. Welche Rolle spielt das? Ich kämpfe gegen die Elexitoren. Reicht das nicht? Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Bäh. Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Moment mal, was genau willst du von mir damit sagen? Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Kältewert entsprechend. Ich bin mir sicher, dass man vernünftig mit den Hybriden reden kann. Nichts, was ich bisher hier draußen fand, hat je meine Loyalität zum Hybriden verändert. Ich glaube, das Mittlere... Ich bin mir sicher, dass man vernünftig mit dem Hybriden reden kann.
Du hast das immer noch nicht begriffen, oder? Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass du es jemals wirst, nach allem, was ich jetzt über dich weiß. So werde ich das Risiko jedenfalls nicht eingehen, dich weiterhin wirken zu lassen. Wie willst du mich daran hindern? Mit allen Mitteln, die mir noch geblieben sind. Sehr gut. Du entkommst mir nicht! Was? Das war falsch? Okay, das war alles falsch. Dann werden wir es versuchen, den Hybriden umzubringen. Was sollen wir machen? Auch wenn es Frauchen nicht gefällt. Weil ich befürchte, die Separatisten werden wir fast brauchen. Für unseren Kampf. Meh. Also das ist ja echt ein bisschen ungut. Na dann. Hallo, nochmal von vorn. Ich werde den Eispalast. Das können wir skippen. Hoppla. Du hast das hatten wir eh schon. Was? Na, okay. Ich bin auf der Seite Menschen, die Alps müssen überleben. Ich bin auf gar keiner Seite. Seiten. Keine Ahnung. Probieren wir es mit den Menschen. Ich bin auf der Seite der Menschen. Sie sind es, die schon seit Jahren ausgebeutet werden. Das muss endlich aufhören. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Tja. Probieren wir es mal. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun gut. So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei. Doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns im Xarkor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Sehr gut. Kann das sein, nachdem Kaya uns liebt, dass sie mit all unseren Entscheidungen zufrieden ist? Süß. Ich möchte noch was probieren. Ich weiß, das sollte man nicht machen. Ich will es einfach nur probieren, weil ich will auch ungern meinen Bruder töten. Ich möchte ungern Kallax töten. Die Alps könnten ja auch zu Separatisten werden, wenn der Klatscher, den sie im Kopf haben, beseitigt ist. Wenn sie eine andere Sichtweise endlich haben, wenn sie vom Elex befreit sind, dann werden sie ja wieder menschlich. Ich will es nur probieren. Wenn es nichts bringt, dann ja. Also, Ich werde den... Jetzt skippen wir mal. Die Alps müssen überleben. Die Alps müssen überleben. Und so wie es momentan aussieht, ist unser Volk am Rande der Zerstörung, wenn wir nicht eingreifen. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst okay, du nun das kennen wir eh schon. Der Wir sind dabei. Doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen... Wir sehen... Okay, und da möchte ich nochmal eins probieren. Ich weiß, ich bin lästig, aber ich will es probieren. Ich will probieren, ob es möglich ist, dass man, wenn man sich für keine Seite entscheidet, ob das auch was bringt. Wenn man... Ich möchte auf jeden Fall, dass... Ich hätte gern Weltfrieden, ehrlich. Ich möchte gern, dass alle Seiten überleben und dass sie in Frieden miteinander leben können. Das wäre mir das Liebste. Aber ich befürchte, wenn alle Stricke reißen und sich das alles jetzt nichts bringt, werde ich mich definitiv für die Menschen entscheiden. Also einmal noch, alle guten Dinge sind vier in diesem Falle. Also auf keiner Seite. Ich bin auf gar keiner Seite. Wenn wir den Krieg nicht bald beenden, wird es niemanden mehr geben, den es interessiert, was ich denke. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Okay, lass gut sein. Wir laden das jetzt noch einmal. Ich nehme es die Menschen fertig, so wie wir es beim zweiten Versuch gehabt haben. Ich wollte es nur mal wissen. Ich wollte nur wissen, ob es trotzdem eine Möglichkeit gibt, wo die Kälte sinkt.
Wobei die Abteilungen, wo alle Abteilungen, alle Fraktionen, ja, eine Möglichkeit haben zu überleben, wo alle Fraktionen die Möglichkeit haben, also im Frieden miteinander zu leben. Aber das wird scheinbar nichts. Okay, dann machen wir das mit den Menschen und Gutes. Also Seite der Menschen, das kennen wir jetzt eh schon. Und noch oben drein, der Hybrid muss weg. So. Und dann passt das schon. Wir sehen uns im Sagen. Servus. Gut, dann lassen wir das so. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich wollte es wirklich nur ausprobieren, in der Hoffnung, dass wir in Frieden hier weg, also hier rauskommen aus der Geschichte. Also, das machen wir kaputt. Dann, du wirst auch sterben von oben. Ach, hör auf zu sempern. Oh je. Ja, okay. Geh jetzt, hör auf. Jetzt dachte ich schon, dass wir das hinkriegen. Ja, ich muss speichern. Tut leid. Können wir es nochmal machen. Super. War. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so leicht verrecke. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Gut, dann einmal noch. Skippen wir das Ganze. Dann speichere ich den Dreck. So, also bla 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 bla. Für die Menschen, bla 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 bla. Hybrid muss verrecken. Bla 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 bla. So, passt. Jetzt haben wir es. Okay, und jetzt speichern auf die schnelle Stelle. Zack, 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 zack. Dann gehen wir das nochmal draußen probieren. Ich futter auch was. So. Das muss reichen. Da. Ja, du grausliches Viech. Au. Okay, das war jetzt nicht schlau von mir. Einmal schön ausweichen. Passt, der ist erledigt. Sehr gut. Geht ja. Den Buff voll vergessen. So. Davon haben wir auch irgendein Ungetüm. Das können wir auch ausrotten. Für Erfahrungspunkte. Wir brauchen eh so viel. Au. Passt. Gut. Na schön. Was möchte ich denn lernen? Wir haben 2 Lernpunkte. War das die Trophäen? Das wollte ich unbedingt mal können. Int und Geschicklichkeit. Das wird, glaube ich, nichts mehr werden. Ja, Abenteurer. Brauchen wir nicht. 6. Sinn. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Giftresistenz wäre schön. Die 3 Sachen. Aber ich fürchte, jetzt wäre schon besser auf... Okay, das schaffen wir nicht. Nahkampf zu gehen, meine ich. Also mehr Damage halt, ne? Man klaut nur 2-mal. Könnten wir lernen? Das könnte man auch lernen. Wir könnten sehr viel lernen. Gibt es sofort 10 zusätzliche Attributspunkte? Das wäre auch nicht schlecht. Attributspunkte lernen. Persönlichkeitslehrer wäre super. Ich glaube, das werden wir machen. Persönlichkeitslehrer. Der war jetzt in Goliath. Wo? Im
Überlebenslehrer. Persönlichkeit war hier Cinder, genau. Dann würde ich sagen, hier hinporten, das machen wir mal schnell. Weil wir es können. Also schnell zu Cinder, dann haben wir mehr Attributspunkte. Und dann schauen wir mal. Dab, dab, dab. Auf die Schnelle. Jetzt darf ich nicht vergessen, wo die gnädige Frau war. Ich glaube, hier ist noch zu früh. Ja. Weiter unten war's. Bam, 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 bam. Ich mag das so von der Musik her. Da haben sie die Gothic-Musik mit eingebaut. Auch die Geräuschkulissen. Es wurde ja sehr bemängelt, ne? Aber der Klang des Schwimmens und so weiter, das ist halt alles Gothic, ne? Ja, Herrschaftszeiten. Wo war denn jetzt die Hitten? Das ist noch weiter unten, ne? Ach, wenn ich mir einmal was merken würde, ne? Ja, ja. War ich Hütterl nicht hier irgendwo? Das da? Ah, da ist er. Hallo Cinder. Bring mir bitte was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Natürlich. Attributspunkte bitte. Ja. Ein weiteres Mal geht sich nicht aus. Überlebenstheorie. Händler geben uns einen Rabatt. Weiß ich noch nicht. Immer dieser Technikkram. Ach, reg dich nicht auf. Attributspunkte. So, wir bräuchten Geschicklichkeit und Int war was, ne? Was mir interessieren würde. Zum Lernen. Und zwar war das hier irgendwo, ne? Tiertrophäen. 15 Int und 4 Geschicklichkeit bräuchten wir noch. Ob sich das ausgeht? Ha! Mit allen Punkten nur auf Int. Na, das will ich nicht. Waffentechnisch. Ich wollte ja schon auch immer mal so einen Zweihänder probieren, ne? Blood Reaper heißt, Entschuldigung, Blutrapier habe ich gelesen, Entschuldigung. Blood Reaper ist hier ein Hammer, oder eine Axt, wie es ausschaut. Puh. Da würde uns in der Tat, würde uns da noch Geschicklichkeit fehlen. Er hätte den Schadensbonus mit Gift, hier wäre Schadensbonus Bluten. Da wäre halt Giftkrieger Schwertstufe 2. Ein leerer Sockel. Und hier drüben hätten wir den Schlangenbiss. Reflektorzahnaxt. Eine normale Zahnaxt. Ich meine, Magie ist schön und gut, ne? Aber ganz ehrlich, wie soll ich sagen? So viel Dem. Also, so. Es ist schwer. Der hat jetzt aber keine Rüstung plus, ne? Dafür mit dem Holzschild aber, ne? Ah, es macht nur mehr Damage. Auch keine Rüstung. Für das haben wir die Rüstung, für das, ne? 36. Sind wir bei 110. 111 so rum. Da hätten wir schon Stufe 2, ne?
Ob dieser Zweihänder dann sich so viel mehr bringt, ist die Frage. Hauch des Todes. Hauch des Todes wäre zum Beispiel interessant, aber Konstitution braucht man einen Haufen. Solche Sachen wären halt interessant, ne? Der macht halt ordentlich Wumms. Müsste wir Stärke und Konstitution gehen? Eine Stärke, aber das sind 5 Punkte schon mittlerweile. Und bei Konstitution. Boah, da kommen wir nie hin. Ich glaube, waffentechnisch wäre schon geschickter, es so zu lassen, wie wir es haben, ne? Boah. Das ist echt übel. Aber hier sehe ich was. Rüstung wäre gut zu haben. Das heißt, 2 Konstitutionspunkte möchte ich schon gerne opfern. Also hier 4 insgesamt Attributspunkte, 2 Stufen steigen. Damit wir lernen können, Überleben, Rüstung plus, das werden wir machen. Jetzt brauche ich den Überlebenslehrer. Der ist jetzt wo? Der ist jetzt wo? Sowas hätte ich auch gerne. Ich muss los. Ach ja, Hakon ist so einer. Das heißt Schmiede. Und dann werden wir da ein Stück runterlaufen. Und werden unsere Rüstung aufbinden. Das ist gar keine blöde Idee. Die halten wir ein bisschen mehr aus. Das könnte man anstreben, dass wir die Rüstung noch raufbringen. Das wäre schlau. Würde ich meinen. Hallo Hakon, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Ja. Und zwar Rüstung bitte. Ja. Danke. Für die nächste brauchen wir einen Lernpunkt und 85 Konstitution. Das könnte man halt schon wirklich anstreben. Finde ich. Konstitution konnte jetzt was? Hoppala, falsche Taste. Unser Leben verlängern, glaube ich, oder so. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Konstitution gibt deine körperliche Verfassung wieder. Sie erhöht dauerhaft deine Lebensenergie und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Ja. Da brauchen wir aber sehr viel. Lassen wir es mal gut sein. Wir haben ja keine Erfahrungspunkte mehr. Lassen wir das so mal gut sein. Und gut ist. Verstehst? Und gut ist. So, Questelein. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns meine auf Maschinen Güte, verlassen? Immer diese Semperei. Der letzte Flug. Das werden wir noch machen. Das geht sich, glaube ich, aus noch in diesem Part. Und zwar Lager der Miete. Ja, bitte. So, dann müssen wir rauf. Servus, Axe. Objekte übergeben. Ausrüstung potenzieren. Auf dich kann man sich verlassen. Wow. Danke. Danke, Kroni U4. Sehr gut. Gut. Dann schauen wir mal, wie es unseren Gleiter geht. Servus. Und wie ist der Stand der Dinge? Und? Wie ist der Stand? Wir sind fast da, aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen.
Ich würde damit so keinen Start wagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, dass alles schon wieder... Und dann noch nach Xarkor. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Du tust, was ich dir sage, oder ich schnall dich beim Start vor meinen Antrieb. Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen vor dem bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Was muss ich tun, damit du mir den Gleiter überlässt, wenn es soweit ist? Nenn mir deinen Preis. Es wäre schon lustig, das erste oben. Ich glaube, das mag ich auch. Du tust, was ich dir sage, oder ich schnalle dich beim Start vor meinen Antrieb. Schlag mal einen anderen Ton an, Kollege. Okay. Ich reiß mir hier mit meinem scheiß Kahn ein Bein aus. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Ich dachte, das wäre Spaß gemeint. Tun wir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Überspringen wir das mal ganz kurz. Das mag ich so nicht. Das mag ich so gar nicht. Oh. Ich schau mal, ob das so passt hier. Ob wir zufälligerweise hier landen. Das wäre jetzt ganz famos. Ja, wir haben Glück. Gott sei Dank. Okay, ich dachte, das war ein schwerer Spaß, ey. Dann traue ich mir das zweite aber auch nicht sagen. Wo ist er denn? Da drüben. So, ich stelle mich, glaube ich, so Objekte hin. Übergeben. Danke. Ausrüstung. Das tun wir auch mal skippen. Auf dich. Danke, Freund. Servus. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, wir sind eh zu Hause hier. Stimmt, wollte ich sagen. Das habe ich vergessen. Also, Harley. Und wie ist der Stand? So, nochmal. Das wissen wir eh schon. Alles im Arsch. Wir brauchen diese Drüse. Steuerdrüse ist nicht schwer, ist nicht leicht zu bekommen. Beeil dich mit der Fertigstellung, bla bla bla. Der Gleiter ist die einzige Chance, die freien Menschen vor dem bevorstehenden Angriff der Alps zu retten. Da könnt ihr noch eine Quest für uns rausschauen, ne? Ich frage mal, was wir tun können. Was muss ich tun, damit du mir den Gleiter überlässt, wenn es soweit ist? Wenn du mich schon so nett fragst, sagen wir 2000 Splitter und wir sind im Geschäft. Boah. Abgemacht. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Wunderbar. Aber vergiss nicht, mich vorher auszuzahlen, klar? Und noch was. Tun wir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ja. Der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps. Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alpkommander in Xarkor kümmern. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Du brauchst noch deine Steuerdüse für den Gleiter. Naja, ich muss dir noch deine Splitter besorgen, um dir die Hälfte des Gleiters abzukaufen. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Eine Sache, schön, die mich noch interessieren würde. Man sagt sich, dass du gegen deinen Bruder kämpfst. Und weiter? Nun, es heißt, Kallax und du seid einst die größten Feldherren der Alps gewesen.
Und heute verbitterte Feinde. Ein kurzer Überblick über die Lage. Achso, das hatten wir schon. Über kurz oder lang werde ich mich Kallax stellen müssen. Auf kurz oder lang werde ich mich Kallax stellen müssen. Bist du denn mittlerweile stark genug? Ich meine, nach all dem hier? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Dann viel Erfolg. Lass dich nicht unterkriegen, okay? Jawohl, Chef. Also, die 2000? Hoppala. Nicht genug später, ja. Okay. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, du sagst das, Süße. Wir werden auf jeden Fall jetzt den Part beenden und im nächsten schauen mal, dass wir die Düse hier kriegen und noch ein paar Quests machen. Und genug Elix-Splitter haben für den Mechaniker. Na gut, ihr Lieben. Das sind ja ganz schöne Werkstattpreise, aber das sind wir ja gewohnt. Ne? Im Real Life ist es ja nicht anders. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.